Die Feuerwehr Sindelfingen wurde zu einem unklaren Verkehrsunfall. Beteiligte Fahrzeuge, ein LKW, ein PKW. Alarmstichwort auf 2 UM, also Umweltschutz Stufe 2 alarmiert. Die Feuerwehr Sindelfingen wurde zu einem unklaren Verkehrsunfall. Beteiligte Fahrzeuge, ein LKW, ein PKW, vermutlich eine Person eingeklemmt, alarmiert. Die erste Meldung war, dass es auf Höhe Sindelfinger Walder Raststätte ist. Das wäre Sindelfinger Gemarkung. Der Rüstzug der Feuerwehr Sindelfingen ist dann angefahren, hat festgestellt, dass es dann von Lirnberg-Ost Richtung Warmbrunner Brückle hoch, also sprich auf der Gemarkung der Feuerwehr Lirnberg ist. Die erst eintreffenden Fahrzeuge haben dann die Lagemeldung gegeben, dass keine Person eingeklemmt ist, aber massiv Kraftstoff aus dem LKW ausläuft. Deshalb wurde dann das
Alarmstichwort auf 2UM, also Umweltschutz Stufe 2 alarmiert. Und da wurde dann die Feuerwehr Lemberg alarmiert, weil es bei uns auf der Gemarkung ist. Wir sind dann eingetroffen, die Feuerwehr Sindelfingen hat Erstmaßnahmen begonnen und wir haben dann nach und nach die Feuerwehr Sindelfingen ausgelöst und sind jetzt an der Einsatzstelle zum Abpumpen der Betriebsstoffe von dem LKW und warten jetzt in Abstimmung mit dem Umweltschutzamt, das auch vor Ort ist, ob weitere Maßnahmen für uns zu ergreifen sind oder nicht. Wir sind mit 5 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Verletzte meines Wissens nach keine, maximal leicht verletzt. Also es war, wie gesagt, keiner eingeklemmt. Wohl nur anfänglich eingeschlossen im Fahrzeug, aber vor Eintreffen der Feuerwehr Sindelfingen war die Person aus dem Fahrzeug befreit. Gibt es bei dem Einsatz irgendwelche Besonderheiten? Nö, ist ein Standard Umweltschutzeinsatz, wo halt ein LKW sich an der Leitplanke den Tank aufgerissen hat. Jetzt steht er halt im Grünstreifen. Vermutlich sind da unbekannte Mengen vom Kraftstoff ausgelaufen. Das ist jetzt Tätigkeitsbereich vom Umweltschutzamt. Die schauen jetzt danach, ob, wenn ja, wie viel vermutlich ausgetreten ist und womöglich im Erdreich versickert ist und ob man das dann abpumpen oder abgraben muss oder was auch immer. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.